Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir ein bisschen Geometry Dash. Ein Spiel, wo wir auf jeden Fall nicht weit kommen werden. Überhaupt kein bisschen weit. Wir werden uns wahrscheinlich nur ärgern. Und Sinn ist einfach nur der, da ich relativ oft in meinen Let's Plays rumfluche, möchte ich das gerne so ein bisschen unterdrücken. Also jedes Mal, wenn ich einen Fluch sage, also sowas wie Scheiß, Dreck, Piss, Kacke, muss ich einen von denen hier nehmen. Die haben, das sind so Jelly Beans, die haben die Möglichkeit, also entweder die sind zu 50% lecker, dann sind sie auch wirklich lecker, oder sie schmecken schlecht, und das heißt wirklich schlecht. Geschmacksrichtungen wie Hundefutter, Babywindeln oder Erbrochenes sind da durchaus bei. Wir fangen da relativ mild an. Also bei den niedrigeren machen wir auch so leichtere Sachen und später, wenn es nicht klappt, dann greifen wir hier zu den harten Geschützen. Also fangen wir auch gleich mal an. Okay, das ist Level 1, glaube ich. Ich kenne das nur damals vom Handy. Okay, wir müssen nur hüpfen. Okay, geht. Oh. Okay. Ohne Flüche, das wird schwerer als gedacht. Komm schon! Oh Mann! Nee! Oh geil! Ich dachte nicht, dass das so gut klappt hier. Also, ist das jetzt weit oder ist das nicht weit? Oh, wir können auch auf den Boden. Okay. Gut. Wow! Yeah! Oh Mann, das läuft hier aber. Ah, okay, vielleicht ist doch nicht so schwer als gedacht. Da wäre es fast passiert. Schaffen wir das überhaupt nochmal so weit? Nee, wa? Scheiße. Nein! Okay, Scheiße. Könnte ein Fluch sein. Was haben wir denn hier? Wir fangen mit was Mildem an. Da. Nehmen wir als Anfang. So ein blaues hier. Also das ist jetzt entweder Beere oder Zahnpasta. Das ist was ganz, ganz Mildes. Was ganz Mildes. Zahnpasta, ja, ganz klar. Keine Beere. Schmeckt aber nicht nach Zahnpasta, sondern eher nach Arztpraxis, ich weiß nicht. Also nächstes Level, machen wir mal da weiter. Piu, piu. Halt nochmal. Oh, lass mich raten, da dürfen wir nicht rein. Wir versuchen über alles. Ich springe über alles fucking drüber. So ein ganz bisschen, muss ich gestehen, kenne ich es auch schon vom Handy. Da habe ich mal so eine Demo-Version damals bei einem Kumpel gespielt. Deshalb kenne ich das erste Level eben und dieses Level hier. Komm schon! Zeig! Nein! Ich hab die ganze Zeit diesen ekelhaften Geschmack hier im Mund. Okay. Okay, und zack. Und hier nochmal drüber und da nochmal. Oh
Oh Gott, meine Augen können hier den Scheiß gar nicht so schnell verarbeiten. So ein Mist. Wenn man seine Wut nicht rauslassen kann, das ist nicht gut. Oh, ich kann solche Spiele nicht spielen. Ah, die Musik ist geil. Oh Mann, oh, das ist fies. Oh mein Gott. Mann, nein. Okay, das hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann, das ist entweder saftige Birne, achso, oder Nasenpopel. Gott, bitte keine Nasenpopel. Ist das Birne? Nee, das ist keine Birne. Ah. Oh Mann. Es schmeckt, als würde man. Ich weiß nicht, das ist. Als würde man auf einen gigantischen Nasenpopel kauen. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Viel schlimmer ist es, wie haben wir diese Geschmacksrichtung rausgekriegt, ja? Wer ist der Geschmacksrichtungstester? Ey, also irgendwie bin ich erstaunt, dass das auf Anhieb hier so gut klappt. Ist ohne Scheiß, ey. Das klappt hier echt geil. Nein. Oh Mann, das ist eine Anspannung hier, die kann ich nicht. Oh Mann, ich kann so schnell nicht reagieren. Komm schon! Boah, ich hab's geschafft! Ah.
Ey, als ich das hier geholt habe, hätte nie damit gerechnet, dass ich überhaupt was schaffe. Mein Gott. Wie geil. 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 Scheiße. Okay. Hab ich gerade geflucht? Nee. Hatte ich gerade Scheiße gesagt? Das zählt nicht, oder? Hatte ich eben Scheiße gesagt oder jetzt? Ach Gott, ich hab's so oder so gesagt. Wir nehmen einfach nur einen. In der Hoffnung, dass dieser komische Nasenpopelgeschmack rausgeht. Was ist denn jetzt so? Ich glaube, ich würde als nächstes die Weißen. Scheiße. Kokosnuss oder Babywindeln? Oh, Kokosnuss. Das ist lecker. Also. Oh nein! Sollen wir einfach mal aufs Blaue da reingreifen und einfach mal gucken, was kommt. Machen wir einfach mal so. Blau. Ganz einfach. Obwohl, das ist zu lahm. Auf so einfache Sachen fallen wir gar nicht mehr rein. Mal hier. Ist das da? Bing, bing. Tutti Frutti oder stinkende Socken? Tutti Frutti. Geil. Geil. Der muss mal gewaltig aufpassen. Ein böses Wort rutscht einen mal ganz schnell raus bei so einem Spiel hier. Oh Mann. Nicht. Oh. Was war das denn? Oh Gott. Spring! Komm, wir sind gut dabei. Wir haben eben sogar mal ein Level geschafft, womit ich nie gerechnet hätte. Nein! Hier pulsiert schon irgendwie eine Ader, ey, das ist nicht gut. Zucken am Auge hier. So viele frustrierende Erlebnisse in so einem Spiel. Okay, umgekehrt denken. Zack, zack. Oh, das ist hart. Nein. Oh René, du solltest gleich unbedingt mal eine Pause machen. Das war nicht ausgesprochen. Ich bin nur schwer froh, dass dieser Tutti-Frutti-Geschmack gerade mal
das eben das Böse mal überdeckt. Das ist schon schön. Komm, wir sind am Anfang so weit gekommen. Konzentrier dich. Du willst es schaffen. Versuch dich ein bisschen abzulenken. Ja, genau. Lass das Spiel nicht an dich rankommen. Du schaffst das. Ja, gut. Na, Scheiße! Nochmal. Tutti Frutti oder stinkende Socken? Wieder Tutti Frutti. Hey, es läuft. Wir machen mal noch ein Level weiter. Oh Mann. Oh Mann. Nee! Okay, es klappt doch. Und Feuer, yeah. Okay, schön. Noch ein bisschen weiter. Man darf das Reden nicht vernachlässigen. Es muss ein bisschen auch geredet werden. Nee, Raver Party. Oh, na. Oh, Mann. Nein! Ich weiß nicht. Warum springe ich denn, hä? Könnte man das sagen? Och Mann, nicht schon wieder! Leck mich doch, du blödes Kackspiel! So! Ich hasse diese Scheißspiele. Ist das Babywindel nur der Fokus nicht weiter? Definitiv keine Kokosnuss. Wir machen mal weiter. Andere Karte, anderes Glück. Bibiu! Nep, menep, mep, menep. Menep, mep. Na. Komm schon. Du kannst das. Da. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Wow, das war gerade echt gemein, ey. Nein! Spring drüber, du Idiot! Ach, Idiot ist ein Fluch, ne? Immer wieder, ja, Tutti Frutti oder stinkende Socken. Boah. Als ob jemand den Wollsockensport getrieben hätte. Boah. Oh, Scheiße.